Wir sind lernende Kunststofftechnologen bei der HOTO. Ich bin Emre und bin im zweiten Lehrjahr. Ich bin Mayara und ich bin im dritten Lehrjahr. Ich bin Sharif, im ersten Lehrjahr. Und wir zeigen euch jetzt, wie man solche Kunststoffprodukte herstellen kann. Am Morgen gehen wir immer ins Büro und dann schauen wir, wie die Einteilung des Tages ist. Sobald wir wissen, welche Maschinen wir rüsten müssen, holen wir unsere Werkzeuge. Übrigens, Rüsten ist der Prozess vom Einstellen von der Spritzgussform. Je nach dem Umfang von unserem Auftrag schafft man entweder alleine oder zu zweit. Es hat mir Sinn gemacht, dass ich mit Kunststoff arbeite und dann für Nachhaltigkeit und die Sachen. Das hat mir gefallen. Also ich habe nach einem technischen Beruf gesucht. Und von allen Berufen, die ich geschnuppert habe, hat der mir am besten gefallen und hat mir am meisten Spass gemacht. Alle anderen Berufe waren so okay, so naja. Und in dem hat es auch wirklich Spass gemacht. Mir war wichtig, dass ich handwerkliche und digitale Aufgaben habe und immer neue Herausforderungen habe. Für die Schule braucht man auf jeden Fall Mathe, aber wichtig ist eigentlich das technische Verständnis. Es wird nie langweilig, wenn man Hilfe braucht, bekommt man sie. Man arbeitet oft im Team und auch mit Leuten aus anderen Abteilungen. Kunststofftechnologie bezieht sich ja nicht nur auf Spritzguss. Da gibt es auch andere Bereiche, wie zum Beispiel der Apparatebau, Tiefziehen und Extrudieren und noch vieles mehr. Auf jeden Fall sollte man genug schnuppern, um die Berufe kennenzulernen und zu wissen, was einem Spaß macht und was nicht. Wir gestalten die Zukunft der Kunststofftechnologie. Wenn du auch ein Teil davon sein willst, dann komm schnuppern.